Pole Position. Eine Tortur für Arme und Oberkörper. 50 schwere Reifen für jeden Athleten müssen mit Kraft und Präzision geworfen werden. Exakt ins Ziel, also über den Pfahl. Aber Achtung, nur der oberste Reifen gewinnt den Pfahl. Wer besetzt nach Ablauf der 4 Minuten mehr Pfähle und holt sich den Sieg? Pole Position. Ja, Elmar, langer Abend, wir beide pumpen schon von vielem Stehen. Und bei Leslie habe ich irgendwie das Gefühl, der Kerl, der hat Power und Kraft ohne Ende. An der Kraft, glaube ich, wird es nicht liegen. Das wird nicht die Entscheidung bringen. Die Frage ist, er hat es eben selbst angesprochen, wie kommt er damit zurecht? Der macht das jetzt zum ersten Mal. Björn Werner, der weiß einfach, wie er es angehen wird, auch taktisch. Aber das Spiel dauert lang genug. 4 Minuten Zeit und ich glaube, es ist ausreichend Zeit für Leslie, sich da in dieses Spiel auch reinzufuchsen. 3, 2, 1. Björn, der wird jetzt eins versuchen, möglichst schnell die Dinger zu belegen. Und jetzt kommt aber Leslie richtig gut rein, belegt damit den ersten Pfosten. Und dieser Reifen, der jetzt oben drauf liegt, der zählt noch nicht. Also, erster Wurf von Leslie, sofort ein Treffer. Der lässt sich Zeit, den hat er deutlich vorbeigesemmelt. Und so kannst du irgendwie die Pfähle ja auch belegen. Jetzt hat gerade Björn Werner versucht, einfach mal unten vor den Pfahl davor mit Kraft, mit Gewalt. Und das geht auf, denn der Reifen plumpst runter. Und somit ist also der zweite Pfahl belegt mit dem blauen Reifen von Björn Werner. Der ist ähnlich groß, 1,91. Der hat das Gefühl, wie viel Druck er geben muss, damit der Reifen da genau über dem Pfahl landet. So, und nochmal das zur Erinnerung. Dieser eine Reifen, der jetzt da oben droht, noch auf dieser Säule, der zählt nicht. Dieser Reifen zählt natürlich. 3 hat er jetzt belegt. Und jetzt klebt er wieder da. Und das ist natürlich jetzt gleich Björn Werners Riesenvorteil, wenn er erstmal einige belegt hat. Dann kann er einfach nur noch auf das reagieren, was Leslie macht. Kann sich das dann ganz entspannt angucken. Und jetzt hat er 4 belegt. Und das ist jetzt stark. Und guck mal, Björn nimmt auch schon Tempo raus aus dem Spiel. Das war die Taktik von Björn Werner. Möglichst schnell die Pfähle belegen. Jetzt wird er auch noch wahrscheinlich den hier vorne irgendwie da runterholen. Dann hat er alle 5 belegt. 2 Minuten 39 Sekunden noch. Leslie braucht jetzt so eine kleine Serie. Jetzt sehen wir es. Björn Werner geht einfach auf den Pfahl, auf den er kriegt. So, der ist belegt, jetzt kommt die Antwort und schwupp oben drauf. Damit ist auch der erste Pfahl wieder blau. Okay, jetzt bekommt er Gefühl. Katz und Maus ist und das schnell. Jetzt. Jetzt muss er aufs Tempo drücken. Beinahe jeder Wurf ein Treffer. Aber er ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dadurch belagert er diesen dritten Pfahl. Aber das ist ja, guck dir das mal an, was Björn Werner da macht. Der wirft das Ding da drauf, da verzweifelst du doch. Das kann mir doch kein Mensch erzählen. Björn Werner guckt sich das jetzt ganz entspannt an. Und das ist einfach verdammt stark. Und da merkt man, dass der Kerl eben auch werfen gelernt hat. Guck mal, der legt sich jetzt die Reifen schon mal zurecht, guckt sich das ganz entspannt an. 1 Minute 55 Sekunden noch. Ich habe meine Zweifel, ob das reicht für Leslie. Denn er ist da. Er ist genau in der komfortablen Situation. Er hat das taktisch klasse gemacht, Björn Werner. Er reagiert einfach nur auf die Treffer von Leslie. Und guck dir das mal an. Verschränkt die Arme, hat den Reifen sogar fallen lassen. Dem kannst du einen Kaffee bringen jetzt noch. Guck mal, der guckt schon mal auf die Zeit, bindet sich das Höschen. 1,28 haben wir noch. Guck ich mir an, was der Leslie da macht. Nee, der geht nicht dran. Ach. Also 3 Pfähle musst du belegt haben, um dich hier durchzusetzen. Und jetzt schnell nachlegen, damit er mal wegkommt von diesem einen Pfahl. Er braucht jetzt mal eine Trefferserie. Vielleicht noch diesen dritten da erledigen. Und Björn, das ist so stark. Ein mieser Hund. Da braucht er nichts machen. Also eine Minute. Noch nicht, aber die könnten ja vielleicht nachher gar nicht so unwichtig werden. Aber und guck dir das an. Der macht kaum Fehler. Der macht kaum ja keinen Fehler dabei. Und wieder. Und Achtung, jetzt bin ich gespannt. Na, und den trifft er ausnahmsweise nicht. Und das ist jetzt mal eine Chance für Leslie. Und leg jetzt nach, Junge. Björn Werner so ein bisschen in der Geschwindigkeit versucht. Ja, und schon das ist Tempo das Ding wieder da. Und wir haben nur noch 37 Sekunden. Das scheint der Sieg für Björn Werner zu werden, der auch natürlich nicht mit großer Hektik hier agieren zu braucht. Er kann das in aller Ruhe machen, er kann sich auch diese Fehlwürfe leisten. Und jetzt will Leslie mal eben vor diesem Pfahl fackeln, damit diese Reifen runterrutschen. Es sind jetzt noch 15 Sekunden. Nein, das wird er nicht schaffen. Das wird er nicht schaffen. Wir werden hier ein Entscheidungsduell erleben.
7, 6. Ist das geil! 3, 2. Da haben wir's. Zeit abgelaufen. Björn Werner entscheidet das Finalduell Nummer 2 für sich. Und jetzt gibt es das Superduell Nummer 3.